Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation HD. Und vielleicht werden es jetzt einige mitbekommen haben, wahrscheinlich werden es jetzt alle mitbekommen haben, aber ich habe in der letzten Woche meine Internetleitung bekommen, die 100.000er, wie schön, bestiehen. Das ist der Richtige. Okay. Ja, ich laufe jetzt mal hier hin. auf jeden Fall, ich habe jetzt meine Internetleitung bekommen und angefangen jetzt meine ersten Videos hochzuladen. Etwa vor 2 Wochen. Seitdem habe ich jetzt nicht mehr aufgenommen. Was natürlich nicht besonders im Sinne meines Interesses liegt. Aber ich habe auch gleichzeitig doch die Aufnahmeprogramme und die Schnittprogramme gewechselt. Eher gesagt nur das Schnittprogramm. Und musste dann noch ein bisschen mit den Feinheiten schleifen. Was nicht so einfach war, wie ich es gedacht habe. Wie ich mir den Wechsel auch vorgestellt habe. Und das ist ziemlich zeitaufreibend gewesen und deshalb habe ich jetzt seit 2 Wochen nichts gespielt. Aber ich habe hochgeladen und ja, ich glaube, das werdet ihr als einziges sehen. Ey. Oh ne, ne. Nubi, Nubi. Und ja, ich habe jetzt, ich glaube, es mein erstes Projekt, also Call of Duty, habe ich jetzt zur Hälfte schon hochgeladen, was eigentlich schon ganz gut ist, muss ich sagen. Und ich möchte sagen, dass die Leitung ihren Dienst ganz gut tut. Und auch inzwischen der PC, da habe ich ja auch während der Aufnahme mal die Hardware gewechselt. Der läuft jetzt auch, so wie ich es haben möchte. So. Habe ich letzte Woche schon mal nach Sachen geguckt? Ich weiß es jetzt natürlich nicht mehr. Ich bin natürlich etwas Kurzwaffen. Ja, okay. Ich habe hierfür nicht genügend. Okay. Nein. Im Besitz, okay. 20.000, 32.000, 34.000 Schadenkombo-Attentate. Wieso sind die alle so teuer? Nein, verrückt will ich nicht. Aber Taschenpistole, Doppelpistole, Taschenpistole, doppelläufige Pistole. Also, ich finde auf jeden Fall, auf jeden Fall. 100.000. Natürlich. Okay. So, auf jeden Fall habe ich jetzt das Projekt schon mal hochgeladen oder zur Hälfte hochgeladen. Und, naja, was ich zwischendurch mal gespielt habe mit dem Balance und so weiter, habe ich jetzt wirklich keinen Überblick mehr, wann, was, wie war, deshalb lade ich erstmal das eine Projekt hoch und dann das andere. Was natürlich zeitlich nicht korrekt ist, aber anders kriege ich es nicht hin, muss ich sagen. Was auch schade ist, muss ich sagen. Ganz echt ohne Spaß, muss ich sagen. Eine Kiste, natürlich, Kisten. So. Und ich freue mich auch schon, nachdem Evelyn den komplett aufgedeckt hat, durch den ihr Mentor aus einem Versteck getrieben werden
So reist sie nach Bayou, um Agathes Vertrauen zurückzugewinnen und die Bruderschaft nicht aufzugeben. Ja, natürlich. Und ich muss mich an dieser Stelle auch für die ersten 3 Abonnenten bedanken. Ja. Super. Genial. Egal. Was können wir denn hier machen? Mademoiselle Aveline. Du wieder? Bitte, Mademoiselle. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Es ist meine Frau. Sie ist verschwunden. Wurde sie wieder gefangen? Nein. Ich fürchte Schlimmeres. Diese Männer da im Bayou. Ich denke, sie ist bei Ihnen. Bald nach unserer Ankunft sprach sie bereits von Rache. Von Revolution. Diese Männer da. Ermutigen Sie. Sie haben Waffen. Aber ich glaube nicht, dass sie sind, was sie behaupten. Ich wollte sie warnen. Und dann verschwand sie. Bitte, hilf mir, ja? Ja, wir haben nicht viel Zeit. Ja, das haben wir wirklich nicht. Gegen die Gegner kämpfen, die Sklavenhalter befreien. Natürlich. Komm, nehmen wir uns doch ein Kajak. Ja, und, heute ist auch, Karneval, oder hat der Karneval angefangen? Sehr schön. Obwohl ich irgendwie nicht so der Karneval-Fan bin. Warum, weiß ich überhaupt nicht. Ich finde es so schade, dass man hier nicht jagen kann. Naja. Was gibt es noch so von heute zu sagen? Ich glaube, es ist jetzt 1 Jahr oder 1,5 Jahre her, dass ich das erste Video produziert habe. Und deshalb. Hallo, ich hätte gerne eine Doppelklinge. Deshalb kann ich jetzt auch nicht mehr auf Kommentare oder so eingehen. Alles in Ordnung, meine Gute? Ja, Gott sei Dank. Kann man denn keinem mehr trauen? Doch, aber es gibt leider nur wenige von uns. Ich hoffe, du kannst deine Familie in Sicherheit bringen. Werde ich. Und dann, Aveline, merk dir das. Wird die Revolution kommen? Ich hoffe, du hast recht. Ja. Und deshalb bitte ich halt auch um Nachsicht, dass ich nicht auf die Kommentare oder so eingehen kann. Also bis jetzt und wahrscheinlich noch weitere Videos, denn Karneval sind jetzt sehr viele schöne freie Tage, die man gut zum Lernen benutzen kann. Und natürlich ja, ein Schmuggler, ganz verlassen hier im Wald. Und natürlich auch zum Videos produzieren lernen, wo man halt dann, wenn die Videos gerendert werden, dann mehrere denn. Ja, mal gucken. Wir haben ja auch schon 11 Uhr jetzt. Mal gucken, wie viel ich heute schon aufnehme oder noch aufnehmen muss. Das ist, so. Komm ich hier hoch? Ja, schön. Das ist auch nicht das erste Assassin's Creed. Was ich aufgenommen habe. Adlauge, um Hinweise zu benutzen. Wie konnte man das jetzt nochmal machen? So, ja. Ich
habe mal versucht, Revelations aufzunehmen, aber habe ich gemerkt. Oh, da bitte hin, danke. Nein! Okay, ich habe wahrscheinlich gerade ein Ziel verpasst. Ich habe gemerkt, dass während der Aufnahme ich habe das auf 60 Frames gestellt. Meine Festplatte ist einfach nicht hinterhergekommen. Das nicht geklappt hat. Agathe! Wer? Wer ist da? Du siehst aus wie eine treue Schülerin, die ich einst hatte. Vor langer Zeit. Sie existiert nicht mehr. Mentor, ich weiß, du hast an mir gezweifelt. Aber meine Reise war nicht umsonst. Sieh, was ich fand. Du hättest es dort lassen sollen. Hast du eine Vorstellung von seinem Zweck, seiner Macht? Ich hoffte, du könntest es mir sagen. Hättest du es nicht ans Licht gezerrt? Niemand müsste davon wissen. Ich will es nicht sehen. Vergrab es und vergiss es. Zermahl es zu Staub. Stecke es unter ein Alligatornest. Nie, nie wieder will ich es sehen. Also gut. Ich dachte, du würdest es als Loyalitätsbeweis akzeptieren. Meine, jemand sagte mir, wo ich es finden kann. Du solltest dich niemals von Geschwätz leiten lassen. Und nun geh. Nicht ohne eine Warnung, Mentor. Du bist hier in Gefahr. Sage ich dir das nicht schon seit Jahren? Dummes Kind. Diese Gefahr ist neu und sehr ernst. Ein Mann, Vasquez. Ich weiß davon. Er besticht spanische Soldaten. Doch ich weiß schon, wie ich sie überliste. Ich mache mir ihren Aberglauben zunutze. Lass mich helfen. Könnte ich dich davon abhalten? Du wirst sehen. Meine Treue ist echt. Nun gut. Hör mir gut zu. Versuche, diesem Plan zu folgen. Ich verteilte Zeichen, die die Europäer in Angst und Schrecken versetzen werden. Wenn du die Anweisungen beherzigst, folgst du ihnen von Zeichen zu Zeichen und eliminierst sie lautlos, damit es wirkt wie ein Voodoo-Fluch. Und dann? Ein Fluch mag ihnen Angst machen, doch reicht das, um neue Rekruten abzuschrecken? Noch mehr Fragen? Ich dachte, du willst mir helfen. Ah, endlich Stille. Geh nun, bevor du den Moment ruinierst. Boah, ist der arrogant geworden. An wen erinnert er mich? Irgendeinen erinnert er mich. Ich weiß noch nicht jetzt an wen. Kann man hier irgendwas... Nein? Okay. Die haben also die Kisten nur so zum Spaß. Nein! Boah. So, hingestellt. Irgendwie muss ich das noch lernen. Ich bin ja so genial in Kletterfassaden. Obwohl, früher mochte ich die eigentlich super gerne. Wahrscheinlich mag ich die immer noch super gerne, nur es nervt einfach, wenn man runterfällt. Was ich früher auch schon gemacht hat. Lauf durchs Geäst, meine Liebe. Hoch mit dir. Und ich sehe